Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Ja. Ist immer was los. Die Stimmung ist nicht besonders gut. Es ist Spannung zwischen König und Königin. Der König möchte Glanz, Aufmerksamkeit, Anerkennung, das würde ihm Leichtigkeit schenken. Aber die Königin ist ziemlich stur und möchte etwas festhalten. In jedem Fall können sie heute nicht einigen. Es fehlt das Feingefühl. Es wäre viel, viel besser intuitiv handeln, aber die beiden haben das heute nicht wahrgenommen. Diese Spannung ist nicht nur im Königshof, sondern im ganzen Königsreich. Die Menschen wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Was löst es aus? Jeder ist so empfindlich und so nervös heute. Ja, sie sollten achtsam sein, was sie sagen, wie sie formulieren, ob sie überhaupt etwas sagen sollen. Da fehlt heute den Feingefühl dazu, weil das löst Verletzungen aus. Natürlich ist es auch möglich, dass viele Menschen hören etwas und das ist sehr verletzend. Löst auch eine gewisse innere Unsicherheit. Und das hat auch mit der Vergangenheit was zu tun, kommen auch die Erinnerungen, Enttäuschungen von Vergangenheit. Alte Wunde reißt sich wieder auf. Viel wichtiger wäre, die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht bewahren, und überlegen, ob man überhaupt etwas sagen soll oder vorsichtig sein, wie man etwas formuliert. Aber die jungen Menschen reagieren anders, sie stehen darüber, sie sind nicht so empfindlich. So ist es auch mit dem hübschen Prinz und die schöne Prinzessin. Sie treffen gerade und sie genießen ihre Liebe. So soll das auch sein. Und jetzt lassen wir die jungen Leute und die Liebenden und wechseln wir die Thema. Gerechtigkeit, Ungerechtigkeiten. Das beschäftigt viele Menschen in diesem Königreich. Es gibt zwar Unterstützung und das wird einiges in Ordnung gebracht. Aber da nähert sich etwas. Und wieder versucht jemand etwas vortäuschen, kommen Lügen, Intrigen. Und mit dieser Herausforderung können wir rechnen. Und das ist so ungerecht. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologischen Hintergründe. Heute ist Halbmond und das bedeutet, Sonne und Mond steht in einer Quadratverbindung und das ist eine Spannung. Und diese Spannung werden wir heute auch spüren. Es fehlt etwas. Es fehlt die innere Gleichgewicht, es fehlt die Harmonie, es fehlt die Wasserelemente. Sonne befindet sich im Löwe, das ist Feuerelement. Unserem Planet Erde befindet sich in Wassermann, das ist Luftelement. Und Mond befindet sich im Stier, das ist Erdeelement. Und nun Sonne, Mond und Erde stehen in Verbindung, verbindet sich Feuerelement, Luftelement und Erdeelement. Und es fehlt die Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert unseren Gefühlen.
Und diese Spannung ist spürbar, wir reagieren sehr empfindlich. Und was wichtig ist, auf unseren eigenen Gefühlen achten, die Ruhe bewahren oder intuitiv handeln. Mars und Venus, treffen Sie sich. Morgen wird das exakt, aber heute ist schon spürbar. Es ist eine ganz starke Liebesenergie. Und das kann ein Treffen bedeuten oder eine neue Begegnung. Jupiter und Saturn bilden sich ein Halbsextil und so kommt eine gegenseitige Unterstützung und das in eine rechtliche Lage. Aber nähert sich ein Jupiter- und Neptun-Verbindung und dieser Quadrat ist eine Herausforderung. Und mit Neptun-Energie können wir mit Täuschungen rechnen, Vortäuschungen und auch mit Lügen. Merkur bildet sich ein Quinkungsaspekt zum ein rückläufigen Neptun. Es handelt sich um Gespräche und das ist ein vielleicht Aspekt. Man weiß nicht, wie das ankommt, wenn wir etwas sagen. Möglich ist auch, dass jemand erzählt uns etwas und das löst Enttäuschungen aus oder Verletzungen. Eine gewisse Unsicherheit ist auf jeden Fall hier zum Erkennen. Juno und Sonne stehen in einer Verbindung in der Tierkreiszeichen Löwe. Juno oder Hera ist die Ehefrau von Zeus. Juno wurde bei Römer verehrt, war auch die Schirmherrin von Rom. Sie ist die Göttin der Geburt, Ehe und Fürsorge. In unserem Kalender Monat Juni leitet sich von Juno her. Und das bedeutet, wir sollen unsere Augen öffnen oder etwas erkennen, was Thema Geburt, Ehe und Fürsorge bedeutet. Und das war die Quelle zu meinem Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.